Servus und hallo zu einem neuen Video. Heute will ich euch verschiedene Programme vorstellen, die ich mehr oder weniger täglich benutze. Ich wurde schon öfters in den Kommentaren gefragt, welche Programme ich eigentlich benutze, um so ein Smart Home System zu erstellen, zu warten, zu pflegen und so weiter. Deswegen dachte ich mir, ich stelle jetzt einfach mal ein kleines Portfolio zusammen, was ich eigentlich so benutze. Ich werde das Video in vier Bereiche unterteilen. Und zwar werde ich im ersten Bereich auf verschiedene Imager eingehen, um eben zum Beispiel ein OpenHabian Image oder ein Raspberry Pi OS Image auf ein Speichermedium zu flashen. Im zweiten Bereich stelle ich euch dann einen Texteditor vor, der meiner Meinung nach am besten geeignet ist, um verschiedene Dateien zu erstellen oder auch schon vorhandene Dateien zu pflegen. Im dritten Bereich werde ich dann auf verschiedene FTP-Browser eingehen, um eben zum Beispiel Zugriff auf unser OpenHub-System zu bekommen, dort dann Dateien runterladen zu können, diese verändern und wieder vom lokalen Computer aus hochladen zu können. Im vierten Bereich werde ich dann auf verschiedene Apps eingehen, die ich nutze, wenn ich unterwegs bin, um zum Beispiel einen Zugriff auf meinen Server mittels iPad oder iPhone zu bekommen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Programm, das ich hauptsächlich benutze, um verschiedene Images auf Speichermedien zu flashen. Und zwar ist es der Raspberry Pi Imager. Ich habe früher eigentlich immer den Balena Etcher genutzt, bin jetzt aber hier umgestiegen eben auf den Raspberry Pi Imager. Und zwar habt ihr hier den Vorteil, wenn ihr hauptsächlich Raspberry Pis benutzt, dass ihr hier unter Betriebssysteme schon verschiedene Raspberry Pi OS Varianten auswählen könnt. Ihr seht hier schon, ganz oben steht Raspberry Pi OS 32-Bit Version, dann habt ihr hier noch die Lite Version, die Full-Version, dann die 64-Bit-Versionen, die Debian-Buster-Version ist hier auch noch mit drinnen. Zusätzlich habt ihr hier noch die Möglichkeit, bei Other General Purpose zum Beispiel Ubuntu drauf zu flashen und so weiter. Also ihr habt hier etliche Betriebssysteme, die ihr hier schon vorauswählen könnt. Zusätzlich könnt ihr hier noch den Bootloader konfigurieren, falls ihr zum Beispiel den Raspberry Pi von einem USB-Bootmedium starten wollt. Außerdem haben wir hier unten unter Löschen noch die Möglichkeit, die SD-Karte oder das Speichermedium zu formatieren. Und hier ganz unten ist ein sehr wichtiger Punkt, und zwar könnt ihr hier ein eigenes Image flashen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf eigenes Image gehe, dann wähle ich hier mir das aktuelle OpenHabian aus, gehe auf Open, dann wähle ich hier auf SD-Karte meine 64 GB SD-Karte aus und kann hier schon auf Schreiben gehen. Ein sehr cooles Gadget bzw. ein sehr cooles Feature hier in dem Raspberry Pi Imager ist das kleine Einstellrädchen hier unten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein normales Raspberry Pi OS installieren wollt, zum Beispiel die 32-Bit-Version auf einen Raspberry Pi, dann könnt ihr hier draufklicken und könnt hier schon einen Hostnamen vergeben. Ihr könnt das SSH schon automatisch aktivieren mit Usernamen und Passwort. Ihr könnt hier auch das Wi-Fi schon einrichten und die Sprache festlegen, zudem die Telemetrie aktivieren und so weiter. Also ihr habt hier etliche Features, die hier in dem Imager mit eingebaut sind, der das Ganze dann auch so auf die SD-Karte oder auf das Speichermedium schreibt. Normalerweise müsstet ihr diese Konfigurationen wie zum Beispiel SSH oder das Wi-Fi einrichten innerhalb der textbasierten Konfiguration vornehmen, aber das ist hier schon mit eingebaut, deswegen nutze ich eigentlich, um verschiedene Images zu flashen, hauptsächlich hier den Raspberry Pi Imager. Das Coole ist auch noch, der ist plattformübergreifend, also ihr könnt es auf Linux, Mac und Windows benutzen. Falls ihr jetzt zum Beispiel schon ein laufendes System habt, wie zum Beispiel OpenHabian bzw. OpenHub und ihr wollt einfach kurz ein Backup erstellen von der SD-Karte, dann nutze ich eigentlich immer das Programm Win32 Disk Imager. Ich bin jetzt aktuell hier auf Mac unterwegs, da mein Computer hier hinten das Mainboard abgefackelt ist. Deswegen muss ich hier in die virtuelle Maschine reingehen. Da habe ich Windows am Laufen, da der Win32 Disk Imager nur auf Windows läuft. Wenn wir diesen jetzt einfach mal kurz öffnen, dann läuft das Ganze hier so ab. Ihr könnt hier auf das Device klicken auf der rechten Seite. Dann wählt ihr zum Beispiel eure SD-Karte aus. Ich habe jetzt hier auf meinem Server leider keine SD-Karte eingesteckt, aber ihr wählt hier eben bei Device die SD-Karte aus. Dann klickt ihr hier auf das Ordner-Icon und könnt den Speicherort auswählen, wo das Image von eurer SD-Karte gespeichert werden soll. Und falls ihr das dann eingegeben habt, könnt ihr hier unten auf Read gehen
und schon wird ein komplettes Image von eurer SD-Karte oder eures Speichermediums erstellt und ihr habt so komplett dasselbe gespiegelt auf einer Image-Datei auf eurem lokalen PC. Also das nutze ich eigentlich hauptsächlich immer, wenn ich einfach kurz von der 16 GB, 32 GB SD-Karte ein Image erstellen will, das dann irgendwo auf meinem NAS-Server hinterlegen will, um eben so auf der sicheren Seite zu sein. Als nächstes Programm will ich euch dann einen Texteditor vorstellen und zwar nutze ich hier hauptsächlich das Visual Studio Code. Einige von euch haben wahrscheinlich schon ein paar Videos von mir gesehen, wo ich auf das Visual Studio Code explizit eingegangen bin. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, das Ganze mit OpenHAB zu verbinden, wie hier jetzt gleich zu sehen. Da könnt ihr dann eure verschiedenen OpenHAB Icons zum Beispiel verändern. Oder ihr könnt hier die Items anlegen und die Sitemap konfigurieren. Ich nutze aber Visual Studio Code auch rein als Texteditor. Sprich, ich will jetzt zum Beispiel einen neuen Docker-Container deployen. Dann erstelle ich mir einfach eine Datei, wie zum Beispiel hier diese zu sehen. Das ist eine Docker-Compose-YAML-File. Die schreibe ich dann komplett neu hier in dem Visual Studio Code. Der Vorteil von dem Ganzen ist, ihr bekommt hier die Syntax angezeigt und es wird auch so formatiert, dass das auch kompatibel mit der dazugehörigen Dateiendung ist. Wie gesagt, das ist ja hier eine YAML-File und Visual Studio Code erkennt dann automatisch, okay, das ist eine YAML-File, ich muss das so und so konfigurieren, dass das Ganze dann auch sicher läuft. Es gibt hier im Visual Studio Code etliche Plugins, die ihr dann angezeigt bekommt hier unten, wo ihr eben dann die Syntax ausgegeben bekommt. Natürlich könnt ihr solche Files auch im Notepad zum Beispiel erstellen oder in einem normalen Texteditor, aber da ist immer die Gefahr, dass die Syntax bzw. die Fileendung dann nicht wirklich übereinstimmt. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, hier das Visual Studio Code zu nutzen. Außerdem habt ihr hier eben noch die Möglichkeit, das Ganze dann mit OpenHAB zu verbinden, falls ihr OpenHAB nutzt und habt dann so Zugriff auf die ganzen Files in der Konfiguration. Als nächstes Programm will ich euch dann einen FTP-Browser bzw. einen Terminal vorstellen. Und zwar nutze ich hier auf Mac grundsätzlich immer das Tabby-Programm. Das ist Open Source, somit ist es komplett umsonst. Ihr habt hier die Möglichkeit, verschiedene Profile anzulegen. Wenn ich jetzt hier einfach mal kurz in die Einstellungen reingehe und auf Profile, dann seht ihr, dass ich hier zum Beispiel schon meinen Docker-Server hinterlegt habe, mein Pi-hole und mein OpenHAB-System. Natürlich könnt ihr hier die Farbe verändern, auch die Schriftart könnt ihr verändern. Hier habt ihr etliche Möglichkeiten, das so zu konfigurieren, wie es euch gefällt. Um sich jetzt hier mit OpenHAB zu verbinden, klicke ich hier oben einfach auf das kleine Symbol und wähle dann hier OpenHAB 3 aus. Gebe dann hier noch kurz mein Passwort ein. Natürlich könnt ihr auch den Schlüssel hinterlegen. Und schon bin ich hier verbunden mit meinem OpenHAB-System und kann hier ganz normal zum Beispiel das System updaten und so weiter. Ihr habt hier zusätzlich aber noch die Möglichkeit, über den SFTP-Browser auf die verschiedenen Dateien zugreifen zu können. Wenn ich jetzt hier einfach mal in etc reingehe und dann OpenHAB suche, dann zum Beispiel hier unter HTML-Icons, dann habe ich hier verschiedene Icons drin, die ich benötige, um auf meinem Desktop bzw. auf meiner Web-UI verschiedene Icons anzeigen zu lassen. Wenn ich jetzt hier so ein Icon runterladen will, dann gehe ich einfach Doppelklick drauf und das Ganze wird dann hier zum Beispiel auf meinen Schreibtisch kopiert bzw. runtergeladen. Wenn ihr jetzt hier neue Dateien hochladen wollt, klickt ihr hier einfach auf Hochladen, wählt dann die Datei aus und geht eben hier auf Auswählen und schon wird das Ganze dann hier auf euer Raspberry Pi bzw. auf euer OpenHAB-System hochgeladen. Der einzige Nachteil hier bei Tabby ist, ihr habt nicht die Möglichkeit, komplette Folder runterzuladen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den kompletten Ordner Icons runterladen will, dann funktioniert das hier leider nicht. Deswegen nutze ich hier noch auf dem Mac das Programm CyberDuck. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedene Clients anzulegen. Ich habe hier auch wieder mein OpenHAB 3-System hinterlegt. Da verbinde ich mich jetzt einfach mal kurz und dann gehen wir komplett zurück. Und hier, wenn ich jetzt zum Beispiel in etc reingehe, dann suche ich mir hier auch wieder OpenHAB raus und HTML.
und dann könnt ihr hier zum Beispiel den kompletten Ordner Icons mit dem rechten Mausklick runterladen. Das Ganze wird dann auch hier in meinen Downloads Ordner gespeichert. Das müsst ihr hier oben bei CyberDuck und bei Einstellungen dann konfigurieren. Ihr seht hier bei Dateitransfer, Download Ordner ist bei mir jetzt hier Downloads. Aber grundsätzlich ist es hier einfach möglich, alle Ordner, alle Files runterzuladen und genauso wieder hochzuladen. Ich weiß, das würde auch in Visual Studio Code zum Beispiel gehen oder in anderen Programmen. Ich finde aber CyberDuck hier echt sehr übersichtlich. Ihr könnt hier auch etliche Dinge konfigurieren, wie das Ganze hier eben angezeigt werden soll, als normaler Explorer zum Beispiel oder als Splitscreen. Also ihr habt hier etliche Einstellungsmöglichkeiten und ich kann euch das, wenn ihr Mac benutzt, sehr ans Herz legen. Also wie gesagt, als Terminal nutze ich hier auf Mac rein den Tabby. Der ist grundsätzlich auch plattformübergreifend. Also das Programm Tabby könnt ihr auf Linux, Mac und Windows installieren und finde ich meiner Meinung nach einen der schönsten Terminals. Ihr seht ja hier, ihr könnt das farblich alles verändern, die Schriftart eben verändern und so weiter. Habt ihr auch einen kurzen Überblick. Und als Browser bzw. als FTP-Browser nutze ich hier auf dem Mac-Betriebssystem CyberDuck. Bei Windows sieht es ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt mal kurz in Windows switche mit meiner virtuellen Maschine, da habe ich ein Programm in Gebrauch und zwar heißt es MobileXTerm. Das hat eigentlich alles inklusive. Leider ist es nur für Windows gedacht, beziehungsweise leider könnt ihr das nur auf Windows installieren. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, auf der linken Seite verschiedene Sessions zu speichern, also verschiedene Zugriffe auf eure Server mittels SSH. Dann, wenn ich mich hier jetzt zum Beispiel wieder in mein OpenHub-System einlogge, dann bekommt ihr hier schon einen Terminal ausgegeben und ihr seht zusätzlich auf der linken Seite noch ein Browser-Fenster bzw. ein Explorer-Fenster. Wenn ihr hier unten jetzt auf Follow Terminal Folder geht und gebt hier ins Terminal zum Beispiel einfach mal cd etc ein und klickt auf Enter, dann wird hier automatisch auch die Anzeige aktualisiert. Ich finde es super nützlich, wenn ihr auch noch am Lernen seid, wie die Ordnerstruktur auf einem Linux-System eigentlich so aussieht, da ihr hier das Ganze textbasiert vornehmen könnt und ihr bekommt aber zusätzlich noch eine grafische Ausgabe. Also des Öfteren ist es ja so, dass man vielleicht in der textbasierten Oberfläche bzw. im Terminal den Überblick verliert und da ist es super cool, da wir das eben hier auch so ausgegeben bekommen. Ihr könnt natürlich hier auch ganz normal zum Beispiel wieder in den Ordner OpenHub reingehen, könnt dann wieder auf HTML gehen, hier den kompletten Ordner Icons runterladen, auch wieder hochladen. Also grundsätzlich ist hier ein FTP-Browser und ein Terminal zusammengeschmissen und ihr habt hier beide Funktionen in einem Programm. Zusätzlich habt ihr hier unten noch eine Statusausgabe eures Raspberry Pis. Ihr habt hier die CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, Up-Download, die Uptime und die Speicherauslastung. Das finde ich super cool. Ihr könnt es auch ausschalten, wieder einschalten natürlich. Das Ganze wird dann von euren Raspberry Pi oder jeglichen anderen Server runtergetrackt und wird hier schön angegeben. Das Programm hat noch 1000 andere Features, aber das würde das Video hier sprengen. Ein Feature will ich euch jetzt aber noch kurz zeigen und zwar, oder beziehungsweise zwei Features will ich euch jetzt hier noch zeigen. Wir haben ja hier jetzt den einen Terminal von meinem OpenHub-System offen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Raspberry Matic noch öffnen will, dann klicke ich einfach kurz drauf. Dann bin ich jetzt in der Konsole beziehungsweise mit meinem Raspberry Matic Raspberry Pi verbunden. Wenn ich jetzt hier beide Screens beziehungsweise beide Terminals splitten will, gehe ich hier einfach auf Split, klicke auf 2 Terminal Mode und dann habt ihr beide Terminals nebeneinander und habt hier so eine sehr schöne Übersicht. Jetzt haben wir hier noch eine ganz coole Funktion und zwar nennt sich das Multi-EXEC. Wenn ich jetzt hier mal kurz draufklicke und dann gebe ich hier sudo apt-get-update ein, dann seht ihr, dass auf beiden Terminals wird der gleiche Befehl geschrieben. Das ist dann sinnvoll oder nützlich, wenn ihr zum Beispiel einen Raspberry Pi Cluster habt oder ihr habt mehrere Raspberry Pis am Laufen
wo ihr einfach ein Update drauf spielen wollt oder ihr wollt die Systeme einfach runterfahren, dann gebt ihr hier einmal den Befehl ein und der wird gespreadet, sage ich jetzt mal, an alle Raspberry Pis bzw. an alle Server und ihr könnt das mit einem Befehl ausführen. Also das finde ich super nützlich und war sehr überrascht, dass das hier auch noch mit eingebaut wurde. Außerdem habt ihr dann hier noch eine Möglichkeit, wenn ich mich kurz mal mit meinem Docker-Server verbinde. Da habe ich öfters mal das Problem, dass ich, wenn ich einen neuen Docker-Container deploy, nicht mehr weiß, welche Ports ich eigentlich schon in Gebrauch habe. Da hat MoboXterm auch eine Lösung, und zwar hier unter Tools und Portscanner. Wenn ich jetzt hier einfach mal kurz meine IP-Adresse von meinem Docker-Server eingebe, dann gehe ich hier auf Scan Port Range, gebe hier dann noch 10.000 ein zum Beispiel und starte den Scan. Dann werden mir hier alle Ports ausgegeben, die auf dem Server belegt sind. Wie gesagt, das ist super nützlich, falls ihr einige Container am Laufen habt und ihr jetzt nicht unbedingt in den Container rein wollt, um nachzusehen, welche Ports sind eigentlich belegt. Dann könnt ihr hier einfach ganz easy den Portscanner aktivieren. Der scannt dann alle Ports durch und die werden dann hier recht schön ausgegeben, welche Ports eben belegt sind. Finde ich super nützlich, habe ich auch schon etliche Male benötigt, da mir ein Container schon öfters mal den Fehler geschmissen hat, ja, Port war schon belegt oder so. Also super cooles Feature und hier in dem MoboXterm gibt es noch etliche weitere Features. Der einzige Nachteil hier ist eben, dass das Ganze nur auf Windows läuft. Das ja, ist halt so, aber wie gesagt, es wäre ganz cool, wenn sie das Programm auch noch für Mac entwickeln würden. Natürlich könnt ihr auch noch die Farben verändern, die Schriftart verändern. Hier unter Settings könnt ihr die Schriftart verändern, die Farben verändern. Etliche Einstellungsmöglichkeiten. Also wie gesagt, das würde jetzt hier das Video auf jeden Fall sprengen. Aber das ist mein To-Go. Terminal-FTP-Browser, wenn ich in Windows unterwegs bin. Da nutze ich eigentlich nichts mehr anderes, kein PuTTY mehr, kein Tabby mehr. Ich nutze hier rein wirklich nur noch das MoboXterm. Genau, das war es eigentlich soweit mit den verschiedenen FTP-Browsern bzw. den Terminals. Im nächsten Schritt werde ich euch jetzt hier verschiedene Apps vorstellen, die ich benutze, wenn ich von unterwegs aus Zugriff zu meinem OpenHub-System oder zu meinen Servern haben will. Und zwar nutze ich hier hauptsächlich zwei Programme. Ich beginne jetzt mit dem ersten, und zwar ist das ServerCat. Ihr habt hier eine wunderschöne Darstellung meiner Meinung nach von allen Servern, die ihr hier in eurem Smart Home System bzw. in eurem Zuhause in Betrieb habt. Ich habe hier einen Docker-Server, Home Assistant, Open Hub und so weiter. Ihr bekommt hier recht schön die Temperatur angezeigt, die CPU-Auslastung, die Memory-Auslastung. Ihr bekommt hier zum Beispiel auch noch mehrere Daten angezeigt. Wenn wir jetzt hier mal in Open Hub reingehen, dann bekommen wir hier auf der rechten Seite alle laufenden Prozesse ausgegeben. Hier auf der linken Seite wird das Ganze dann noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Zudem habt ihr hier noch die Möglichkeit, natürlich die linke Sidebar auszublenden. Ich habe das auch noch in Gebrauch als kleinen Cluster-Monitor bzw. Server-Monitor. Ich habe das auf meinem alten iPhone installiert. Lass mir hier einfach die Anzeige ausgeben, stelle das Ganze dann oben auf meinen Cluster drauf und habe hier alle meine Server bzw. meine Raspberry Pis in Übersicht. Ich nutze das Programm auch sehr gerne als Server-Monitor bzw. als Cluster-Monitor. Ich habe das auf einem alten iPhone installiert und stelle das dann einfach oben auf meinem Cluster drauf. Ich habe dort zum Beispiel 4 Raspberry Pis am Laufen und habe somit eine super tolle Übersicht. Zusätzlich habt ihr hier noch die Möglichkeit, euch mittels Terminal mit dem Server zu verbinden. Das ist super cool, kostet aber was. Aber das kostet 10 Euro, also die Premium-Variante dieser App kostet 10 Euro. Ich denke mir, das ist mehr als gerechtfertigt. Ihr könnt euch hier dann mittels Terminal eben mit eurem OpenHub-System zum Beispiel verbinden und könnt ihr dann hier einfach auf dem iPad oder auf dem iPhone ganz normal eure Befehle eingeben, könnt das System updaten, runterfahren und so weiter und könnt von unterwegs aus eben euer OpenHub-System bzw. euren Server steuern. Wie gesagt, das kostet halt 10 Euro. Ihr habt hier aber noch weitere Features, zum Beispiel synchronisiert sich das dann mit der Cloud und ihr habt alle Einstellungen gespeichert. Falls ihr zum Beispiel das iPad oder das iPhone wechselt, ist das eben synchronisiert mit der iCloud.
Ich bin super begeistert von dem Programm. Die Darstellung ist wirklich sehr schön und die Funktionen, die App bietet, finde ich auch klasse. Zusätzlich zu dem ServerCat nutze ich eigentlich immer die App Coder. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Dateien zu erstellen. Und zwar klicken wir hier auf das Plus, New File. Dann, wenn ich hier zum Beispiel einfach mal Docker Compose YAML eingebe und gehe auf Create, dann habt ihr hier schon eine File, dann klicke ich drauf. Dann können wir hier zum Beispiel beginnen, das Ganze zu erstellen. Kann ich hier rausgehen. Jetzt habt ihr hier lokal auf dem iPad eine File erstellt und diese können wir auch mittels eines SFTP-Servers hochladen. Ich habe mich hier jetzt verbunden mit meinem Docker-Server. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe auf die File, klicke länger auf die File drauf, dann kann ich hier mittels Upload to FTP einfach draufklicken. Dann kann ich hier den Docker auswählen bzw. den FTP-Server, mit dem ihr euch verbunden habt. Gehe dann hier rein, kann die Verzeichnis bzw. den Ordner auswählen und gehe dann hier unten einfach auf Upload. Mega easy und super cool zum Konfigurieren und eben von unterwegs aus verschiedene Dateien zu erstellen, Dateien runterzuladen. Ich habe das schon öfters in Benutzung gehabt, wenn ich für einen Kunden zum Beispiel ein OpenHub-System aufgestellt oder aufgesetzt habe und musste einfach von meinem OpenHub-System verschiedene Files oder Ordner kopieren, habe ich mir die einfach aufs iPad gezogen, habe diese dann mittels des FTP-Uploads zum Kunden hochgeladen und somit habe ich die Dateien super easy kopiert, alles übers iPad. Hier habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit Dropbox zu verbinden und mit WebDev. Super cooles Programm und ist meiner Meinung nach mega nützlich, falls ihr schnell mal von unterwegs irgendwas an eurem OpenHub-System oder an eurem Server ändern wollt. Genau, das war es eigentlich soweit mit den Programmen, die ich hauptsächlich nutze. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Natürlich konnte ich jetzt nicht alle Programme durchnehmen, die es da so gibt, aber ich habe jetzt einige Programme schon ausprobiert und einige Apps schon ausprobiert und habe einfach festgestellt, dass diese, die ich euch jetzt vorgestellt habe, im laufenden Betrieb immer stabil sind, immer funktionieren. Deswegen dachte ich mir, ich stelle hier ein kleines Portfolio zusammen, stelle euch das vor. Vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Vielleicht war das Video hilfreich. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Abonniert natürlich den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Hoffentlich wieder mit meinem normalen Computer. Bleibt gesund, haut rein und Servus.